Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit deinem Ergotopia-Team. Ich bin Nina und ich bin Sportwissenschaftlerin. Und ich bin Olli und ich bin Arzt. Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die vielen Effekte von Urlaub. Also mach's dir gemütlich und los geht's. Hallo Olli, wie geht's dir heute so? Hallo Nina, mir geht's mal wieder sehr gut. Ich habe mich ehrlich gesagt schon die ganze Woche auf die Folge gefreut. Ich finde das Thema nämlich super spannend. Also wie jedes Mal natürlich. Aber dieses Mal bin ich auf jeden Fall auch selbst großer Fan. Aber naja, wie geht's dir denn so? Sehr gut. Ja, mir geht's auch gut. Und ich glaube dir, dass du dich auf die heutige Folge freust. Es geht schließlich um einen der schönsten Teile des Berufslebens, wenn man so sagen mag, nämlich den Urlaub. Wie verbringst du denn gerne deinen Urlaub? Also ich reise ja sehr gerne. Also ich schaue mir gerne was von der Welt an. Ich meine, ich arbeite natürlich auch gerne, keine Frage. Das wollte ich hier nochmal festgehalten haben, falls jemand aus der Geschäftsführung zuhören sollte. Aber so eine kleine Auszeit finde ich auch immer mal ganz schön. Wie ist denn bei dir so? Wie verbringst du denn so deinen Urlaub? Also eher so mit Abenteuer oder doch lieber am Pool? Also ich brauche im Urlaub auf jeden Fall einen Mix aus Action und Entspannung. Am Strand rumliegen, schön und gut, reicht mir dann aber meist auch nach so 2 bis 3 Tagen. Mhm. Und dann brauche ich schon ein wenig Abwechslung und auf jeden Fall auch Bewegung. Mein perfekter Urlaub wäre so eine Mischung aus Strand, Entspannung, Lesen, Sport, ein bisschen Kultur und ganz viele große und kleine Abenteuer. Okay, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Total. Urlaub ist doch einfach was richtig Schönes. Und dann noch mit den richtigen Leuten oder Reisepartnern. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Gibt es denn irgendwelche Urlaubsformen, die du gar nicht leiden kannst? Also sowas wie zum Beispiel ab in den Camper und Roadtrip oder so? Also Roadtrips finde ich eigentlich schon immer ganz cool. Mache ich auch ab und zu mal im Urlaub, aber jetzt nicht unbedingt so im Camper. Also ich habe ja echt Probleme, meinen Urlaub einfach nur auf Balkonien zu verbringen. Ich meine, klar, also so ein paar schöne Tage zu Hause, wo man dann lange ausschläft, Filme guckt und so, habe ich auch schon alles gemacht. Aber meistens finde ich den Tapetenwechsel doch immer noch einen Ticken schöner. Auch so einzelne Urlaubstage nehme ich mir eigentlich nie, außer an meinem Geburtstag vielleicht. Ansonsten finde ich so mindestens eine Woche Urlaub schon eigentlich immer am besten. Also Tapetenwechsel muss definitiv sein für mich. Urlaub und zu Hause abhängen wäre für mich überhaupt nichts. Ich habe dann irgendwie immer das Gefühl, meine freien Tage nicht optimal genutzt zu haben. Kennt ihr das? Und irgendwie braucht man ja irgendwie auch immer erstmal so ein paar Tage, um so richtig im Urlaubsmodus anzukommen. Eine Woche frei muss man da, finde ich, schon mindestens einplanen, um irgendwie so eine Art Urlaubsfeeling zu bekommen. So geht es jedenfalls mir. Gibt es da irgendwie eigentlich Empfehlungen? Hast du da was rausfinden können, wie lange so ein Urlaub sein sollte? Ja, also klar, also es gibt viele Empfehlungen, wie lang so ein Urlaub sein sollte, aber einheitlich sind diese Empfehlungen nicht. Also da sind sich auch Experten nicht so ganz einig. Also zum Beispiel hat eine Studie gezeigt, dass Testpersonen durchschnittlich am 8. Urlaubstag am erholtesten waren. Man könnte jetzt also sagen, dass ein Minimum von 8 Tagen ideal zur Entspannung ist, aber am Ende kommt es vielleicht halt doch nicht nur auf die Länge, sondern eben auch auf den Urlaub an sich an. Also ob jetzt wirklich dieser 3-wöchige Jahresurlaub mit der unangenehmen Verwandtschaft wirklich besser ist, als häufiger mal mit ein paar lieben Menschen für eine Woche an den Strand oder in die Berge oder sowas zu fahren, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Übrigens war dieser Erholungseffekt in der Studie nach einer Woche schon wieder weg und das bei durchschnittlich 23 Urlaubstagen. Also das heißt, dass es ja dann vielleicht auch gut ist, wenn man ein paar etwas kürzere Urlaube im Jahr macht als einen riesigen, oder? Dann hat man ja auch häufiger im Jahr diese positiven Nachwirkungen, sage ich jetzt mal, nach einem Urlaub. Hm. Ich versuche das auch so ein bisschen zu durchmischen. Also lieber mehrere mittellange Urlaube zu planen, damit ich dann alle paar Monate mal wieder richtig abschalten kann. Ja, geht mir genauso. Ist aber, wie gesagt, auch etwas Geschmackssache, schätze ich. Ich habe in dem Kontext übrigens auch mal ein paar Fakten über das Urlaubsverhalten der Deutschen mitgebracht. Also Schätzungen zufolge haben ungefähr 53 Millionen Deutsche im vergangenen Jahr einen Urlaub gemacht, der mindestens 5 Tage lang war. Und in diesem Jahr planen übrigens wieder ungefähr 6 von 10 Deutschen eine Reise von mindestens 5 Tagen. Dabei kamen im vergangenen Jahr dann schätzungsweise ungefähr 67 Millionen Reisen mit einer Dauer von 5 oder mehr Tagen und rund 77 Millionen Kurzurlaubsreisen zwischen 2 und 4 Tagen zusammen.
Ich wusste einfach nicht, ob ich irgendwann noch mal in der Folge Zeit habe, um diese Zahlen zu nennen. Deswegen wollte ich es einfach jetzt schon mal loswerden. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Vielen Dank für die Zahlen an Sehr dieser gerne. Stelle. Und ja, Kurzreisen finde ich ja manchmal auch ganz cool. Also zum Beispiel so ein verlängertes Wochenende. Da kann ich mir zumindest mal irgendwie eine neue Stadt anschauen oder sowas. Da bekommt man dann auch immer viele neue Eindrücke, was ich super finde. Aber gerade wenn es Städtetrips sind, können diese manchmal auch ganz schön anstrengend sein. Aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Grundsätzlich sind Kurztrips aber natürlich super cool. Ja, also ich finde es immer super, wenn mein Geburtstag auf einen Freitag oder einen Montag fällt, dann kann ich das meistens irgendwie mit so einer kleinen Reise verbinden. Hab ja im Sommer Geburtstag, da ist ja an den meisten Orten noch richtig schönes Urlaubswetter. Das glaube ich, ja. So ein paar entspannte Tage im Warmen zwischendurch sind ja auch mal was Schönes. Wohin reisen die Leute eigentlich am liebsten in ihrem Urlaub? Kannst du mir da was zu sagen? Gibt es irgendwie Umfragen zu? Dazu kann ich dir auch was sagen. Also Umfragen zufolge wollen ungefähr 40% der Deutschen in diesem Jahr ihren Urlaub in Europa verbringen und ungefähr jeder vierte Deutsche will in diesem Jahr mindestens einen fünftägigen Urlaub in Deutschland verbringen. Im vergangenen Jahr waren es sogar ungefähr jeder dritte Deutsche, der seinen Haupturlaub im eigenen Land verbracht haben soll. Und jetzt habe ich auch eine Frage an dich. Was meinst du, was die beliebtesten Bundesländer für Inlandurlauber waren? Puh, das ist wirklich eine gute Frage. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Idee. Aber NRW wird es höchstwahrscheinlich nicht sein, oder? Leider nein, obwohl es es verdient hätte. Das beliebteste Reiseziel war Bayern und das zweitliebste war Mecklenburg-Vorpommern. Okay, warum eigentlich nicht? Ich meine, in Bayern hast du die Berge und die Natur und in Mecklenburg-Vorpommern hast du die Ostsee. Perfekte Urlaubsvoraussetzungen. Na, absolut. Und zusätzlich muss man halt einfach sagen, können Urlaube ja auch recht teuer sein. Also ich meine, Schätzungen zufolge haben die Deutschen im vergangenen Jahr rund 79 Milliarden Euro für Urlaub ausgegeben. Wow. Ja, das ist der ein oder andere Urlaub im eigenen Land, also vielleicht doch besser für die Brieftasche, als jedes Jahr in die Karibik zu reisen. Gibt es eigentlich so Urlaubsziele, die dir bisher besonders gut gefallen haben oder welche, die du unbedingt noch machen willst? Ich lasse mich da immer gerne inspirieren. Ich bin totaler Fan von Italien. Ich mag es dort einfach total gerne und finde es super schön. Wahrscheinlich auch dadurch begründet, dass ich ja halb Italienerin bin und quasi jede meiner Sommerferien als Kind dort verbracht habe. Wenn ich aus dem Flugzeug steige, ist das einfach immer ein schönes Gefühl. Die Sprache und das Essen. Ach, ich würde jetzt gerne direkt in den Flieger steigen. Das wäre wirklich richtig schön. Was ich aber noch gar nicht gemacht habe, ist Skandinavien. Da hätte ich mal richtig Lust drauf. Warst du schon mal dort? Und wie ist es denn bei dir? Ja, also in Skandinavien war ich auch schon häufiger und ich fand ja Island auch sehr schön. Also Skandinavien im Allgemeinen ist natürlich auch schön, aber Island war dann doch noch mal was ganz Besonderes. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich würde auch noch mal super gerne mehr von Lateinamerika sehen. Das ist schon ganz lang auf meiner Liste, aber kommt auf jeden Fall noch. Klingt sehr gut. Und ja, alles kann man ja leider nicht machen, da reichen die Urlaubstage doch nicht aus. Deshalb einfach alles aufschreiben und mit die Welt bereisen. Ja, das stimmt wohl, Nina. Sehr schön gesagt. Obwohl die Deutschen tatsächlich im internationalen Vergleich gar nicht so wenig Urlaub haben. Ich meine, in Deutschland muss jemand mit einer 5-Tage-Woche ja mindestens 20 Urlaubstage haben. Aber das können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ja auch nochmal selbst anpassen, wie viel man dann wirklich bekommt. Der Durchschnitt in Deutschland ist nämlich höher und liegt tatsächlich bei 30 Urlaubstagen. Es gibt natürlich auch so Länder wie Großbritannien, die mindestens 28 bezahlte Urlaubstage vorschreiben. In den USA gibt es aber beispielsweise gar keine vorgeschriebenen Urlaubstage. Ja, das finde ich einfach mega krass. Oh Mann, da würde ich wirklich verrückt werden, wenn ich da nie Urlaub machen könnte, beziehungsweise nie bezahlten Urlaub. Irgendwie unvorstellbar für mich. Ja, total. Nee, also wie gesagt, du kannst in den USA schon Urlaub machen, der ist dann aber halt wirklich häufig unbezahlt. In dem Bericht von 2019 hatte beispielsweise ungefähr einer von vier Beschäftigten in den USA gar keinen bezahlten Urlaub. Also viele Unternehmen geben einem zumindest mal 3 Wochen Urlaub im Jahr, aber eben erst nach 5 bis 10 Berufsjahren. Du musst es dir also regelrecht verdienen, Urlaub zu haben. Das heißt, die Anzahl der Urlaubstage, die man in Deutschland bekommt, könnte natürlich noch besser sein, aber man ist zumindest mal nicht ganz am unteren Ende vom internationalen Ranking. Also, wenn man sowas hört, kann man ja erstmal ganz zufrieden sein mit den Urlaubstagen, die man hat. Wobei ein
paar Tage mehr natürlich noch schöner werden. Aber sag mal, gibt es eigentlich irgendwelche nachgewiesenen Auswirkungen oder Effekte, wenn man gar keinen Urlaub nimmt oder macht? Also es gibt auf jeden Fall reichlich Nachweise, dass zu viel Arbeit schlecht für die Gesundheit ist. Die WHO geht zum Beispiel davon aus, dass allein im Jahr 2016 ungefähr 750.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben sind, weil sie mindestens 55 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Okay, das ist richtig erschreckend, aber auch irgendwie nicht verwunderlich, dass zu viel Arbeit krank machen kann, oder? Mhm. Ich meine, unser Körper braucht ja auch einfach hin und wieder etwas Erholung und Ruhe. Ja, total. Also an all die Workaholics da draußen, einfach mal hin und wieder runterkommen und entspannen, das ist auf jeden Fall gut für eure Gesundheit. Das stimmt. Und am liebsten sollte man nicht nur für die paar Urlaubstage und die Wochenenden leben, sondern auch schon unter der Woche möglichst glücklich sein. Jetzt aber genug mit den negativen Auswirkungen. Olli, welche positiven Effekte kann man denn jetzt eigentlich von einem Urlaub erwarten? Naja, also einige. Also wo wir jetzt gerade schon über Workaholics geredet haben, will ich hier direkt mal ansetzen. Also Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Urlaub machen, produktiver sind als diejenigen, die keinen Urlaub nehmen. Tatsächlich hat eine Studie des Unternehmens Ernst & Young herausgefunden, dass ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pro 10 Stunden Urlaub 8% produktiver wurden. Ob das jetzt immer genauso ist, kann ich nicht sagen, aber Urlaub scheint auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Produktivität zu haben. Ah, okay, das heißt, weniger ist manchmal wirklich mehr. Und das freut doch dann auch den Chef, wenn man nach dem Urlaub energiegeladen zur Arbeit zurückkehrt und dann wirklich Vollgas geben kann. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Argument, wenn man beim Chef den nächsten Urlaub beantragt. Übrigens, und ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich nicht so die größte Neuigkeit für die meisten ist, aber Urlaub kann nachweislich Stress reduzieren. Einer kleinen japanischen Studie zufolge kann man sein Stresslevel auch tatsächlich schon mit kurzen dreitägigen Trips lindern. Kann man ja mal ausprobieren, ob das was bringt. Okay, aber Urlaub kann ja auch manchmal stressig sein, oder? Hatten wir ja eben schon kurz angesprochen bei den Kurztrips. Also bei mir ist es zumindest so, dass die An- und Abreise und manchmal auch das Planen ganz schön aufreibend sein kann und vor allem auch das Kofferpacken. Ich hasse es. Das ist natürlich auch besonders ärgerlich, wenn man nur wenige Tage unterwegs ist. Oder wie siehst du das? Ja, also kann, muss aber nicht, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Woche vorher diesen dreitägigen Trip anfange zu planen, kann das schon ganz schön anstrengend sein, klar, ne? Aber da muss ja auch alles recht schnell fertig geplant sein und am Ende kann man sich dann vielleicht doch nicht so entspannen, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen ein kleiner Tipp von mir schon mal an dieser Stelle. Einfach mal frühzeitig anfangen zu planen. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen bevormundend von mir an, merke ich gerade, aber bei mir hilft das total, wenn ich weiß, dass ich noch ein paar Monate Zeit habe, um den Urlaub vorzubereiten. Allein schon, weil ich dann weiß, dass es schon noch genug Hotels und so weiter gibt. Guter Tipp, vielen Dank dafür. Dazu braucht es dann aber auch ein wenig Selbstdisziplin. Und ich zum Beispiel schiebe so Urlaubsplanungsgeschichten gerne weit nach hinten und komme dann wirklich jedes Mal in Stress. Aber für den nächsten Urlaub werde ich mir deinen Ratschlag mal zu Herzen nehmen und frühzeitig mit der Planung beginnen. Ach, das freut mich zu hören. Deswegen auch für deine nächste Planung hier noch ein kleiner Zusatztipp. Vielleicht sollte man den Urlaub auch einfach möglichst simpel halten, also keine komplizierten Routen planen oder so, dass man jetzt jeden Tag weiterreisen muss. Natürlich gibt es auch Leute, die immer gerne auf Achse sein wollen, aber ich finde ja, selbst bei so Urlauben, in denen ich an verschiedene Ziele reise, dass hier und da mal so ein paar Tage zu verweilen auch sehr schön sein kann. Würde ich genau so unterschreiben. Sag mal, Olli, macht dir Urlaub planen eigentlich Spaß? Da gibt es ja solche und solche. Ja, so kommt drauf an. Also wenn ich genug Zeit habe und ich die Planung auf mehrere Tage verteile, finde ich Urlaubplan eigentlich schon immer ganz cool. Also da gibt es ja auch Studien, dass diese Zeit vor dem Urlaub durch die Vorfreude tatsächlich glücklich machen kann. Das ist natürlich auch ein Argument für mehrere kurze Urlaube als einen langen. Dann hat man häufiger im Jahr Vorfreude auf den nächsten Trip. Also das mit der Vorfreude stimmt total. Gehört irgendwie für mich auch schon so halb zum Urlaub dazu. Und sag mal, wie reist du eigentlich so? Fliegst du viel oder bist du eher mit Bus und der Bahn unterwegs? Wie sieht's bei dir so aus? Also ich persönlich finde ja Zugreisen super gut. Ich meine, da steige ich ein, mache mir einen Film an, spiele irgendwas mit den Mitreisenden und so weiter und komme dann irgendwann entspannt am Ziel an. Außerdem kann man beim Zugfahren immer so schön aus dem Fenster gucken und einfach mal schauen, wo man so lang fährt und so. Finde ich auf jeden Fall besser, als im Flieger stundenlang nur Wolken zu gucken.
Ich finde Zugreisen ja auch häufig super angenehm, wenn dann alles pünktlich ist. Man ist ja manchmal sogar schneller am Ziel, je nachdem, wo es hingeht jetzt natürlich, als mit dem Flieger. Allein schon wegen dieser ganzen Sicherheitskontrolle und so weiter. Und es ist auch noch besser für die Umwelt. Deswegen für nachhaltiges Reisen lieber den Zug als das Flugzeug oder das Auto verwenden. Und noch ein kleiner Nachhaltigkeitstipp an dieser Stelle. Schweres Gepäck erhöht den allgemeinen Treibstoffverbrauch. Also wenn ihr reist, gerne nur das mitnehmen, was ihr wirklich braucht. Ist ja eh wahrscheinlich einfacher, mit wenig Gepäck zu reisen. Ich versuche mich eigentlich auch immer nur auf das Nötigste zu beschränken. Klappt mal mehr, mal weniger gut. Und am Ende ist es aber leider doch meistens mehr, als man denkt. Ja, doch, ja, das kenne ich. Also deswegen versuche ich aber auch in letzter Zeit immer im Urlaub zu waschen. Dann muss ich nicht ganz so viel mit rumschleppen. Klappt auch eigentlich ganz gut, besonders wenn man etwas länger an einem Ort ist oder wenn es draußen warm genug ist, dass die Wäsche schnell trocknet. Das finde ich super gut. Habe ich auch in meinem letzten Urlaub so praktiziert mit dem Waschen. Eine gute Sache, wie ich finde. Mhm. Aber sag mal, Olli, gibt es noch mehr positive Effekte von Urlaub? Na, absolut gibt es die. Zum Beispiel kannst du mit genügend Urlaub Studien zufolge auch besser schlafen. Also zum einen im Urlaub, denn ich meine, klar, wenn man nicht für die Arbeit aufstehen muss, kann man noch mehr schlafen. Aber auch direkt nach dem Urlaub haben Testpersonen in einer kleinen neuseeländischen Studie immer noch länger geschlafen als vor dem Urlaub und hatten eine 30-40%ig bessere Reaktionszeit als vor dem Trip. Fühlten sich also auch irgendwie ausgeschlafener. Ach, das ist wirklich interessant. Und beobachte ich derzeit auch bei mir mit dem länger Schlafen nach dem Urlaub. Richtig gemütlich irgendwie. Schöne Nachwirkung, wie ich finde. Und ja, im Urlaub selbst schläft man ja häufig auch schon irgendwie besser, oder? Also ich liebe das, einfach mal auszuschlafen und dann ganz entspannt in den Tag zu starten in der neuen Umgebung. Total. Also genau, das durchbricht halt einfach mal diese Routine, die man sonst so durchläuft. Das ist übrigens auch der Grund, warum so ein Urlaub Studien zufolge die Kreativität anregen kann. Man kann im Urlaub einfach diesen Alltag verlassen und das kann auch nach dem Urlaub noch kreativer machen. Außerdem ist man ja im Urlaub auch meistens entspannter als im Alltag und in so einem Zustand kommt man ja dann auch manchmal auf ganz gute Ideen. Ich meine, kennt man ja vielleicht, dass man ewig über so ein Problem nachdenkt und einem erst dann in der Dusche oder beim Einkaufen dann dieser riesen Aha-Moment kommt. Das hört sich doch auch wie ein wirklich gutes Argument für den Chef an, oder? Kreativität ist doch in den meisten Jobs bestimmt sehr, sehr sinnvoll. Na, absolut. Also in meinem auf jeden Fall. Wenn ihr übrigens mal sehen wollt, ob Olli wirklich noch mehr Kreativität nötig hat, könnt ihr mal im Ergotopia-Blog vorbeischauen. Da findet ihr nämlich ganz viele spannende Artikel rund um das Thema Happy, Healthy, Productive. Sehr informativ und super geschrieben, wie ich finde. Ach, naja, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das Urteil ausfallen wird. Also ich behaupte, dass man einzelne Artikel noch kreativ ausbauen kann, aber ich glaube, mindestens ein paar sind ganz gut geworden. Olli, nicht so bescheiden, bitte. Schreibt uns doch gerne mal, ob ihr den Ergotopia-Blog und Ollis Artikel schon kennt. Ach, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, dann kann ich jetzt schon mal präsentieren, wie sehr ich einen Urlaub nötig habe. Mir fällt nämlich keine kreative Überleitung zum nächsten Effekt ein. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Und zwar kann Urlaub super fürs Herz-Kreislauf-System sein. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass ausreichend Urlaub das Risiko für hohen Blutdruck, Blutzucker und Fett verringern kann und das senkt wiederum das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Diabetes. Das heißt, dass Urlaub tatsächlich lebensnotwendig ist. Genau, also Urlaub kann sich sowohl auf die körperliche Gesundheit auswirken, als auch auf die psychische Gesundheit. Ist also auf jeden Fall sehr wichtig. Wo du gerade schon von der Psyche sprichst, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber ich bin nach einem Urlaub teilweise richtig traurig, weil der Urlaub schon wieder vorbei ist. Du hast ja eben schon ein paar Tipps für die Planung gehabt. Hast du denn da auch noch ein paar Ideen, was man dagegen tun kann? Na, also in deinem Fall kannst du dich nach dem Urlaub natürlich immer auf die nächste Podcast-Folge freuen, die dich auf der Arbeit erwartet. Ja, okay, das stimmt. Das heitert mich auf jeden Fall auf. Sehr schön. Aber für diejenigen, die nicht mit dir den Podcast aufnehmen dürfen, können die denn auch was machen? Klar, also zuallererst sollte man schon vor den Urlaub vorsorglich handeln. Also lieber ein paar Urlaubstage mehr einplanen, damit man nicht Sonntagabend ankommt und am Montag direkt wieder arbeiten muss. Okay, das mache ich eh meistens, besonders wenn ich von weit weg komme. Ansonsten ist der Jetlag einfach ja viel zu anstrengend.
Genau, nee, also da dann lieber erstmal wieder entspannt ankommen und sich in das Leben hier so gewöhnen. Also dann hat man auch genug Zeit, um die Urlaubsfotos zu sortieren, die Taschen auszupacken, den Sand aus den Schuhen zu schütteln und so weiter. Außerdem sollte man unbedingt vor dem Urlaub aufräumen, damit man in so ein schönes, entspanntes Umfeld zurückkommt. Ich meine, es hat ja wahrscheinlich auch keiner mehr Lust, das Bett neu zu beziehen, wenn man nach stundenlanger Anreise völlig erschöpft wieder zu Hause ankommt. Das stimmt. Ich räume aber eh schon vor der Abreise auf und lustig, dass du es das mit dem Bett sagst. Ich versuche auch immer, das Bett frisch zu beziehen, denn es gibt, finde ich, nichts Schöneres, als nach einem Urlaub nach Hause zu kommen und in ein frisch bezogenes Bett zu schlüpfen. Macht dir das da draußen auch so? Ist doch echt total ungemütlich, in so ein Chaos zurückzukommen, oder? Ja, also ich muss an dieser Stelle gestehen, ich habe in Studienzeiten nicht immer aufgeräumt, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Aber es ist halt wirklich nicht schön, wenn man nach dem Urlaub in so ein Chaos zurückkommt. Also mittlerweile mache ich das auch und ich finde es auch ganz angenehm, sich zu Hause erstmal um nichts kümmern zu müssen, wenn man ankommt. Voll, bin ich ganz bei dir. Absolut. Du, einen Tipp habe ich noch und zwar hilft es anscheinend, wenn man wirklich einen ja echt entspannten Urlaub hat, um auch nach dem Urlaub noch entspannt zu sein. Da gab es auch mal eine Studie, in der Testpersonen auch nach dem Urlaub noch glücklich waren, wenn sie einen, ich zitiere, sehr entspannten Urlaub hatten. Also vielleicht wirklich nicht nur möglichst viel Action in den Urlaub packen, sondern auch einfach mal die Seele baumeln lassen. Ah, okay. Also alles im Urlaub auf die totale Entspannung ausrichten. Ich denke, das ist aber auch noch mal sehr individuell zu betrachten und der eine kann bei Action vielleicht auch entspannen, wohingegen der andere einfach nur total entspannt abhängt. Wenn die Laune nach dem Urlaub aber wirklich nicht zu retten ist, was kann man denn dann gegen das Tief nach dem Urlaub machen? Naja, also es gibt viele Sachen, die dann glücklich machen können. Im Endeffekt geht es einfach darum, zu Hause wieder am Leben teilzuhaben. Also mach ein paar schöne Pläne, triff dich zum Beispiel mit ein paar Leuten oder geh einfach mal wieder raus in die Natur. Das kann Studien zufolge auch die Laune heben. Ich weiß nicht, ob es da anderen Leuten auch so geht, aber ich habe im Urlaub manchmal auch so große Vorsätze und da hilft es mir auch nach dem Urlaub immer, wenn ich die dann umsetze. Ich habe zum Beispiel mal im Urlaub überlegt, dass es voll gut wäre, besser singen zu können und dann habe ich mich auch danach in der Gesangsschule angemeldet. Wow, Olli, mega cool. Willst du uns mal was vorsingen? Du lieber nicht, das will ich jetzt dann doch keinem hier antun. Schade. Ja, gut, ne? Aber ja, also der Unterricht hat auch nur mäßigen Erfolg, also lag auf keinen Fall an meiner Lehrerin, das wollte ich hier noch ergänzen, falls sie doch zuhören sollte. Aber es war dennoch cool. Ich hatte dadurch irgendwie das Gefühl, dass der Urlaub mir wirklich was fürs Leben gebracht hat. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also bei mir ist es so, also mir hilft es zum Beispiel auch, wenn ich nach dem Urlaub wieder etwas detoxe. Man ernährt sich im Urlaub ja dann doch teilweise etwas ungesund. Da finde ich das richtig angenehm, mich mal wieder in meiner Küche auszutoben und etwas Gesundes zu kochen. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also wenn diese ganzen Tipps nicht helfen, um die Traurigkeit nach dem Urlaub loszuwerden, dann weiß ich auch nicht. Ja, genau. Also probiert es doch mal aus. Vielleicht hilft euch ja was davon. Also, ich fasse jetzt mal zusammen. Es gibt super viele positive Effekte von Urlaub, mit denen man glücklich, gesund und produktiv werden kann. Genau, Urlaub ist quasi ein Weg zu unserem Firmenmotto Happy, Healthy and Productive. Und wenn etwas so nah an unseren Firmenwerten dran ist, kann es doch eigentlich nur gut sein. Total. Deswegen ja nicht den Urlaub vernachlässigen. Arbeiten kannst du danach immer noch und wahrscheinlich sogar noch besser als davor. Das hast du mal wieder sehr schön zusammengefasst, liebe Nina. Ja, ich glaube, dann war es das wieder für diese Folge. Oder hast du noch was? Ich nicht, aber ihr vielleicht. Schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr noch Fragen oder Geschichten zum Thema Urlaub habt. Auch gerne mit Reisetipps, da freuen wir uns sehr. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast, damit ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Genau, dann nochmal danke an dich. Es hat wie immer auch dieses Mal sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich danke an euch da draußen, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, ich fand's auch wieder sehr schön. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao.